Es ist wieder soweit, es ist Vaku-Zeit. Herzlich willkommen heute hier in Leifers im Hotel Rotwand beim Lukas Plattner. Hallo Leute. Wir hatten vor kurzem bei der BVS Barkeeper Vereinigung Südtirol eine tolle Präsentation von der Puni und wir möchten heute einen Cocktail mit der Puni präsentieren. Lukas, was ist die Puni? Jawohl, Puni ist eine Getreidedistillerie, eine Whisky-Distillerie aus Finchgau in Südtirol. Und es gibt mittlerweile zwei Produkte. Einmal im Holzfass gereift und einmal weiß, sozusagen als White Dog. Es werden drei verschiedene Getreide benutzt dafür. Immer gemälzt. Wir haben Weizen gemälzt, Roggen gemälzt und Gerste. Heute werden wir einen Drink kreieren. Zwar mit dem Weißen. Mit dem Puni pur. Und wir haben uns gedacht, wir machen ein Puni Smash. Das ist eine klassische Drink-Kategorie. Ein Smash besteht immer aus Zitrus, also eine Zitrusquelle, Zitronenlimette, aus Zucker und immer aus, normalerweise aus Minze. Man kann dafür natürlich auch Rosmarin, Basilikum oder andere Getreidesorten und Kräuter dafür benutzen. Genau. Dazu, heute nehmen wir Rosmarin. Man kann es öfter, stellt man sich das gar nicht vor. Sachen, die man in der Küche hat, wie zum Beispiel Rosmarin oder Basilikum, passen wirklich nicht schlecht in den Cocktail rein. Und das wollen wir Ihnen heute mal zeigen. Wir fangen am besten gleich an. Wir nehmen ein Shakerglas, Metallshaker, eine mittelgroße halbe Zitrone. Den Saft davon pressen wir rein in den Shaker. Das sollten ca. 2,5 Zell sein. Anschließend nehmen wir etwas Rosmarin. Schöne Zweige. Der schaut gut aus. Jawohl, drehen wir sie ab in die Mitte und rein damit. Jawohl, freue mich schon. Zucker natürlich. Verwenden einen Zuckersirup. 1:1 abgemischt. Kann man sehr gut zu Hause vorbereiten, aufkochen, abkühlen lassen. Als kleines Highlight nehmen wir einen speziellen Aromatikbitter. Wir haben hier von The Bitter True, das ist der Own Decanter Jerry Thomas. Der hat schon Nelke und Zimt drin. Und der passt, glaube ich, hervorragend zu unserem Puni pur. Du glaubst es, ich weiß es, dass er perfekt dazu passt. Sehr auf jeden Fall, schön. Wenn Sie diesen Bitter mal irgendwo kaufen und gleich schon dann riechen, der Hammer. Davon nehmen wir halt wirklich nur einen Dash. Ich wollte vorhin mehr reinmachen, aber wir haben gesehen, einer reicht vollkommen aus. Wir wollen den Geschmack ja vom Puni pur ja nicht überdecken. So, und dann kommen wir zu unserem Stargast, die Puni. Und machen 5 Zl bis 6 Zl hinein. Kalt soll der Drink sein. Und richtig hart shaken, damit das Rosmarin ordentlich gebrochen wird vom Eis und die Aromastoffe vom Rosmarin hinauskommen. Das Glas hat der Lukas schon eisgekühlt. Und einen besonderen Eiswürfel haben wir heute auch da. Macht natürlich viel mehr. Zeig mal den Eiswürfel. Schön Eiswürfel. Schön groß. Eisgekühlt. So, da wir jetzt einen Kräuter mit hineingemacht haben, müssen wir wieder Double Strainen, damit auch keine Teile von dem Rosmarin in unseren Cocktail hineinkommen. Ich glaube, ich gehe schon mal rüber vor der Bar. Ja. Ich möchte den noch probieren, auch noch. Und zum Schluss dekorieren wir mit einem Rosmarinzweig, der natürlich, wenn man das Glas nachher anhebt und trinkt, ja, sieht doch gut aus, auch in die Nase mit reingeht. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, unbedingt probieren. Es ist wirklich ein Highlight-Drink.
So, das war's wieder von uns, von Barcode, direkt aus Leifers Hotel Rotwand. Bis zum nächsten Mal. Puni pur Smash. Schauen wir mal. Schön würzig, schön Rosmarin, kräftig, leichte Zitrus, Dollar Drink.